Kollege, was geht? Hey, ich kann ihn mitnehmen. Yo, ich hab nen Doge. Ich hab nen eigenen Doge. Yay. Ich nenne ihn Puffy. Puffy ist weg. Kann ich die wenigstens mitnehmen? Ja, ich nehme jetzt eigene Cat mit. Das ist Pinky. Ja, Pinky und Puffy. Puffy zieht sich gerne Joints. Er pufft gerne. Und Pinky ist einfach eine kleine Süße, die man einfach nur knuddeln will. Bei Giovanni würde ich auch nicht leben wollen. So, Pinky, war schön mit dir. Hau rein. Oh, sie will nicht. Pinky. Pinky ist viel süßer als Puffy. Wunderbar. Der Weg nach Kakariko führt über zwei Ebenen voller Monster. Aber wenn die Soldaten Hyrule uns begleiten, kann uns gar nichts passieren. Mega. Ihr Feiglinge, lasst dich hier nie wieder sehen. Du bist nicht so cool wie Pinky. Du brauchst gar nicht so süß in die Kamera gucken. Die Augen eines stolzen Tieres. Wenn du uns sicher nach Kakariko bringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Oh lol, die steht auf uns. Werde ich mich erkenntlich zeigen. Wo ist er? Der droppt hier. Nein! Du Sohn! Und die Bombe dreht und die Kutsche dreht wieder eine extra Runde. Und ich bin auch gleich Game Over, ne? Alter. Das ist mit Abstand eine der beschissensten Missionen, bisher. So, ne? Okay, ich hatte den Saurier erwischt. Jetzt geht's einfach nur noch ums Überleben und jetzt bin ich tot. Ja, GG. Ich cutte euch das Ganze. Wow, was ein Dreck. Wirklich. Das macht ja gar keinen Spaß. Vielleicht ist das ganze Baobab-Boogie, weil ich gleich vor Wut im Boogie rumtanze. Guten Eindruck, warum das ganze Baobab-Boogie heißt, weiß ich noch nicht. Also, die... Vielleicht ist das ganze Baobab-Boogie, weil ich gleich vor Wut im Boogie rumtanze. Mann. Ich habe übelste Steuerungsprobleme. Ich habe gerade... What the fuck? Ich habe gerade einfach meine Knöpfe nicht unter Kontrolle bekommen. Ich wusste gerade nicht, wo es festhalten, wo es springen. Samstagmorgen. Man sollte vielleicht nicht Donkey Kong da aufnehmen. Scheiße. Wenn es jetzt hier für den Scheiß nichts gibt und ich habe schon wieder verkackt. Und das war der letzte. Weil es gibt für mich nichts Schöneres, als auf Blumen zu chillen und dreckige... Dementsprechend lasse ich das an der Stelle einfach mal. Gegen die kann ich nichts tun. Das... Ich dachte, da wäre ein Secret. Ich dachte, da wäre ein Secret, da muss ich runter. Aber dass das einbricht und dass da der Tod ist, daran denke ich natürlich nicht, ne? Ah, scheiße. In der Art. Boah. Nein, nein, du hüpfst. Er hüpft nicht. Er. Bruder, was sind das für Augen, Alter? Junge, wie sieht das aus? Freunde, was geht? Schön, dass ihr wieder hier seid und herzlich willkommen zu einer neuen Top-Liste hier auf meinem Kanal. Vor genau 8 Minuten habe ich Mario Odyssey nun offiziell zu 100% durchgespielt. Das bedeutet, ich habe jedes Kostüm gekauft, ich habe jeden Soundtrack gehört, ich habe jeden Mond geholt und ich habe alles. Ich bin durch. Ich habe sogar das 9999 Münzen Skelett Outfit bekommen. Es war viel Farmarbeit, aber nun kann ich sagen, ich habe alles aus Super Mario Odyssey gesehen.
Deshalb sehe ich mich jetzt in der Lage, wirklich alles von dem Spiel wirklich bewerten zu können, weil ich alles gesehen habe. Und deswegen stelle ich euch nun meine Top 5 Super Mario Odyssey Soundtracks vor. Euer Support auf der letzten Top 5 Liste war ja unfassbar krass. Ich glaube, wir hatten fast 200 Daumen nach oben und das bei nicht mal 1000 Aufrufen. Das ist kranker Support. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich bin mal gespannt, wo wir heute landen. Ne? Also falls ihr mich supporten wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Das bringt dem Video wirklich mehr, als ihr denkt. Und ich persönlich sehe einfach, ob ihr weiter Bock habt auf die Top-Listen. Oder ob ihr sagt, nee, war letztes Mal ganz cool, aber lass es lieber. Noch im Vorderrhein möchte ich 2-3 Soundtracks erwähnen, welche es nicht in die Liste geschafft haben, welche ich aber dennoch hier im Video erwähnen möchte, weil sie es verdient haben. Zum einen haben wir den Soundtrack des Seekönigreichs, welcher einfach nur super chillig ist, aber er geht halt einfach nicht so ins Ohr wie manch anderer. Er ist ein schöner atmosphärischer Track, aber einfach nicht genug für meine Liste. Ein Track, der in eine ähnliche Kategorie fällt, ist die Mucke des Küstenkönigreichs. Hierbei muss ich aber eigentlich immer an Folgendes denken. Das stinkt übelst, das Auto. Ich muss es löschen. Alter, jetzt stinkt mein Zimmer wie Weihrauch in der Kirche. Nein, unsere Bude brennt nicht ab.